willkommen bei Wein am Limit. Liebe Valinauten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Mehr Spaß im Glas. Zur 300. Jubiläumssendung. Heute gibt es nämlich 30% auf gar nichts, außer diesen hier. Das war doch mal so. Gab's da nicht mal so einen Werbespruch? Okay, wer sich jetzt fragt, wer ist denn mein heutiger Gast? Die meisten kennen sie. Das ist die liebe Blanka. Ja, meine hallo. Süße und meine Partnerin und jetzt hätte ich fast gesagt, die Generalin, das gute Gewissen von Wein am Limit, aber das willst du bestimmt nicht hören, aber du kümmerst dich auf jeden Fall darum, dass das nach vorne hin auch alles ordentlich und ja. Und ja, ich versuche dich irgendwie in Schach zu halten, sonst ist ja alles außer Rand und Band hier, also irgendeiner muss ja die Zügel in der Hand behalten. Also, damit ihr wisst, wer ist der wahre Boss sonst von Wein am Limit. Sonst gibt es heute keine 30% Rabatt, sondern 60 oder irgend so ein Scheiß. Achso, du meinst, ich bin so großzügig? Ja, super. Absolut. Also, warum gibt es heute überhaupt Rabatt? Ich bin ja nicht so anerkannter Mann. Also, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde Rabatt eigentlich immer ein bisschen befremdlich. Weil heute gibt es überhaupt immer Rabatt auf alles. Ich denke immer so, dass irgendwelche so Leute oder Produkte, die unsexy sind, da gibt man ein bisschen Rabatt. Dann wird es schon wieder, weil dann ist es wieder günstiger. Sebastian guckt auch so kritisch. Bist du ein Rabattjäger, Sebastian? Nee, ich habe vor kurzem einen Spruch gehört, den fand ich ganz gut. Also Qualität kostet eigentlich und es ging da einfach auch. Ja, gibt's auch oder billig kommt teuer oder so und ist ja auch häufig. Ja, das stimmt. Also, sag ich mal so. Also ein Schnäppchen machen macht natürlich Spaß und deswegen haben wir auch gedacht, geben wir euch heute 30%, genau. 30% auf diesen Wein. Gleich, warum nochmal? Warum? Weil heute die 300. Sendung ist und es gibt 300 Flaschen davon. Ja, okay. Und warum mal Rabatt auch? Ich wollte nochmal sagen, vielleicht auch so ein kleines Dankeschön eben. Eher als Dankeschön zu verstehen, weil ich sehe weiterhin, dass ganz viele Leute auch viel von sich geben. Also sprich Kommentare, Posts. Vorschläge, Lob auch, ganz viel Feedback. Wir freuen uns immer über Feedback, egal wie, ob das auch schlecht oder gut ist. Natürlich freuen wir uns über die guten Feedbacks mehr, aber die anderen gehören halt auch dazu. Also auch das ist ja auch nicht immer reibungslos. Nein, also die größte Ärgernis eigentlich, was man heute hat, ist, den Wein richtig in Time dorthin zu bekommen. Und vor allen Dingen auch die richtigen Weine dann und. Also ja, also wenn wir das alles von A bis Z ganz alleine machen würden, würde natürlich kaum ein Fehler passieren. Aber man ist ja häufig auf Dienstleister angewiesen, die manchmal dann eben nicht ihren Dienst leisten. Und dann kommt es eben manchmal zu Problem, aber das ist ja eher die Ausnahme. Also wie gesagt, wenn was nicht in Ordnung ist oder so, schreibt uns, dann schreibt bitte Bianca, nicht mehr, okay? Wenn es irgendwie geht, lass mich damit zufrieden. Genau. Nein, aber 300 Sendungen, wir sind ja ganz einfach angefangen, mal so ganz ursprünglich mal mit einem Blog-Gedanken, aber so über die Jahre habe ich doch immer mehr gesehen, es ist auch schön, ein Sortiment dazu zu haben. Content ist, glaube ich, heute im Internet extrem wichtig, weil ich sag mal, man kann ja über Rabatt glänzen oder über Discount oder man kann glänzen über Content. Absolut. Also das bemühen wir uns ja zu tun. Das ist ja irgendwie, so sind wir gestartet, dass wir nur Weine auswählen, die wir auch selber gerne trinken. Also nicht wie so viele andere Unternehmen, das hat auch seine Berechtigung, aber die von BWLern geführt werden. Liebe hier, BWLer! Hier wird das Unternehmen noch von Trinkern geführt. Also, oh, schön! Super. Das ist ein Kaufgrund, unbedingt. Und auch ein weiterer Beweis für unsere Authentizität. Ja, genau. Liebe BWLer, macht weiter so. Trinkt wenig und macht eure Geschäfte. Nein, es kann ja ein Business sein. Ich glaube, das Weingeschäft sollte eben auch ein Business sein, was Spaß macht. Und zwar nicht nur den, die es betreiben. Nicht nur das Weingeschäft, also alles, womit man sich beschäftigt, aber so einfach ist das. Privileg. Ja, Privileg. Es gibt auch Menschen, die haben Bock auf Buchhaltung. Also. Boah, also wir können mal das Thema wechseln an dieser Stelle. Okay. Du hast den Wein ausgesucht, aus einem ganz bestimmten Grund. Also, dass es 300 Flaschen gibt, haben wir gerade erst später rausgefunden. Das ist ein Blanc de Noir Sekt von Markus Hees aus dem Jahrgang 2013 von der Nahe. Markus ist ja bei uns im den hast du ja auch eigentlich damals mal entdeckt. An der Nahe. Ein Winzer an der oberen Nahe. Ja, ich habe den verkostet und weil ich, wie viele Frauen auch, das haben wir jetzt festgestellt heute schon, sehr gerne mal ein Sektchen trinke. Sektchen. Ich stehe dazu, finde ich super. Hat mir das sofort gefallen. Hendrik hat es zunächst gar nicht probiert, weil er dachte so, oh, Sekt.
Aber als er es dann probiert hatte, fand er es auch richtig klasse. Das Zeug musste einfach zu uns ins Lager, weil es schon lecker ist. Sehr speziell. Also es stimmt schon, ich habe immer so ein bisschen eine Voreingenommenheit. Natürlich, klar, Champagner und ich meine, wir haben natürlich das Privileg, auch mit zwei tollen Häusern zu arbeiten dann und aber vieles, es muss nicht immer Champagner rein. Nein, aber jetzt mit diesem blöden Spruch, bloß nicht immer Champagner sein. Ich wollte nur sagen, es gibt eben ganz viele Sekte, die mir nicht gefallen, die mir manchmal ein bisschen zu stumpf sind. Es gibt natürlich hervorragende Sachen aus Deutschland, bin ich auch dabei. Beim Winzersekt ist es ja so, dass es eher so Chargen sind. Und das ist ja auch nur eine ganz kleine Charge hier. Mhm. Und dann ist es entweder so ein bisschen take it or leave it, aber es gibt selten so eine Verlässlichkeit da drin. Und hier muss ich sagen, fand ich total klasse. Aber erzähl mal, welche Traube und... Ja, also es ist ein Pinot Noir Sekt. Also der Spätburgunder. Wurde, genau, gebottelt 2013 und hat dann ganze 3 Jahre, was schon ziemlich lange ist, auf der Hefe gelegen. Das gibt dem Wein einfach eine ganz, ganz schöne Textur und auch eine schöne Cremigkeit. Und da wurde Dezember 2016 degorgiert, kam dann zu uns ins Lager und ist jetzt einfach super schön zu trinken. Ganz wenig Restzucker oder 4 Gramm Restzucker hat er, das schrabbelt so gerade vorbei an Brut Natur. Brut Natur ist ja bis 3 Gramm, darf das haben, Restzucker. Und ist einfach erfrischend, ist cremig, hat eine super Fruchtigkeit, eine super Länge. Ja, also was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist erstmal, dass knochentrocken ist, also diese 4 Gramm. Ja. Und dann Spätburgunder an der Nahe wird ja nicht ganz so reif wie vielleicht in anderen deutschen Anbaugebieten. Das heißt, und Markus hat ja sehr hochgelegene Weingärten, das heißt auch eher ein bisschen kühl. Und für Sekt finde ich das super, gerade für Pinot Noir Sekt, der sehr schnell sehr mollig, sehr fett, sehr schwer werden kann, dass das eher so eine schöne, schlankere, griffige, wie hast du eben gesagt? Textur, Cremigkeit, habe ich gesagt. Ja, sowas. Hat und trotz der Farbe so ein bisschen ins Goldgelb gehende, eine unglaubliche Frische hat am Gaumen. Ja. Und die 3 Jahre Lagerzeit sind ziemlich lang. Hast du eine Frage? Nee. Achso, du hast gerade so, also, du möchtest gerne mittrinken wahrscheinlich, ne? Gleiches Leer. Ja, stimmt. Ja, machen wir. Ist übrigens schon der zweite Take, jetzt sind wir auch ein bisschen gelöster, Leute. Also, ist aber kein Sekt, den man jetzt unbedingt nur als Apero trinkt. Ne? So auch zum Essen, glaube ich, geht das auch schon ganz gut. Ne? Weil ein bisschen... Denke ich auch. Ich finde, der hat eine gute Fruchtigkeit auch. Also obwohl er trocken ist, hat er in der Nase eine gute Fruchtigkeit. Und ich finde es super. Ich finde eine schöne Alternative, so muss man sagen, eine Alternative zu gängigen Schaumwein, bezahlbar dabei. Mhm. Der kostet 18,90. Regulär 18,90 und jetzt 30%? 30% Rabatt. Rabatt! 3 Tage, nein, für eine Woche. Ja, also bis nächsten Donnerstag machen wir das, es sei denn, die Flaschen sind vorher schon von euch aufgekauft sozusagen. Aufgekauft. Ja, jetzt wahrscheinlich irgendwelche Großgastronomen aus München oder Berlin, die das gesehen haben. Ich nehme die Charge. Das ist aber nicht gedacht. Das ist für die so. Das ist nicht für die Großhändler, das ist nur für Wadinauten. So, das soll auch wirklich ein Dankeschön sein. Also wir wollen es damit auch bewenden. Es wird immer mal wieder kleine Aktionen geben hier, sehr zur Freude von Bianca. Die man sagt, nee, lieber hart kalkulieren, aber auf der anderen Seite sage ich mir, muss man auch mal eure Treue belohnen und vor allen Dingen auch, dass dieses Format auch ein bisschen anders funktioniert als viele Sachen heute im Verkauf. Mhm. Also wie gesagt, wir stehen dafür. Bianca hat den Sekt ausgesucht. Ja, das hast du jetzt schon mal gesagt. Also ich habe den Sekt ausgesucht. Ja. Und, ja, zu Recht, aber er ist wirklich gut. Er ist wirklich und gut. Hendrik trinkt den jetzt mit mir. So. Also, in dem Sinne wünschen wir euch erstmal frohes Osterfest, mehr Spaß im Glas, kommt zur Ruhe und genießt hoffentlich ein bisschen Frieden auf der Welt, in der Zeit zumindest. Ja. Und ich sage ganz herzlichen Dank an alle. Erstmal natürlich hier an Bianca und natürlich an mein kleines Team, aber auch an euch, liebe Wallinauten, dass ihr uns die Treue haltet. Also wir sehen das ja schon irgendwie, dass so unsere kleine Wein am Limit Familie echt gewachsen ist. Die wächst und wächst hoffentlich auch noch weiter. Ja, also so, wir können noch ein paar Kinder gebrauchen sozusagen. Ja. Also sind wir auf jeden Fall nicht böse drüber. Wir wollen Zuwachs. Also in dem Sinne, mehr Spaß im Glas mit Markus Hees, Blanc de Noir 2013 von der Nahe werdet ihr ihn definitiv haben. Cheers! Danke, Cheers! Danke. Prost! Tschüss! We'll be right back.